Servus Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, es ist jetzt mal wieder ein bisschen länger her. Ich habe jetzt eine Pause gebraucht. Aber jetzt kommt wieder Content von mir. Und heute schließen wir einmal Jonathan Tah trotz SBC ab und auch noch die Top-Partien. Und dann öffnen wir auf jeden Fall die Packs. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit den Top-Partien. Ich habe jetzt hier die drei SBCs habe ich schon abgeschickt. Jetzt können wir noch das hier abschicken. Und ich würde sagen, das machen wir gleich. Ich glaube, dafür, also für die SBC, habe ich jetzt hier keine Coins ausgegeben. Okay, da fehlt noch ein Spieler. Da ballern wir einfach mal wen rein. Ja, so geht's. Dann würde ich sagen, schicken wir es ab. Wir haben danach irgendwie so 7 Packs zu öffnen und ja, wir werden auf jeden Fall noch schauen, was überhaupt so gekommen ist und was ist das für ein Pack? Null. Wir werden auf jeden Fall noch schauen, was Wochenaufgaben derzeit sind. Und ja, das sind jetzt hier erstmal die Packs von den Top-Partien. Und ich würde sagen, wir schließen jetzt erstmal noch den guten alten Jonathan Tah ab. So, laut Fubbin kostet die SBC derzeit 200k, aber ich glaube, ich bin so mit 160, 150k rausgegangen. Wir fangen mal mit dieser SBC an. Bayern 04 Leverkusen. Man braucht einen Leverkusen-Spieler, zwei Team of the Weeks, eine Gesamtwertung von 83, eine 80er Teamchemie und 11 Spieler. Das haben wir hier erfolgreich gemeistert. So, schicken wir mal ab. So, da bekommen wir ein Premium Goldspieler Pack. Und dann schicken wir die Bundesliga SBC ab. Da brauchen wir einen Bundesligaspieler, zwei Team of the Weeks, ein 84er Rating, 75 Chemie und wieder 11 Spieler. Die SBC habe ich sogar komplett selbst gemacht. Also hier den Batshuayi habe ich selbst herausgesucht. Ich glaube, für die habe ich sogar, ja, für die habe ich nur ihn und Nainggolan gekauft. Also kommen wir da so auf 60k. Ne, sogar nur so 50k ungefähr. Ja, sonst haben wir eigentlich keinen gekauft, außer halt die. Aber die habe ich mal gespielt und Kalu habe ich irgendwann mal gekauft. Auf Ehre halt als Hertha-Fan. Und dann schicken wir das Team hier ab, weil ich will jetzt die Packs öffnen. Das Bundesliga-Team of the Season ist raus. Ich blende es euch jetzt hier mal ganz kurz ein. Es gibt einmal einen Lewandowski, einen Reus, einen Sancho, einen Kimmich, einen Trapp, einen Gnabry, einen Witzel, einen Havertz, einen Brand, einen Kostic und einen Da Costa und noch andere. Auf jeden Fall wären das jetzt die Favorites aus dem Team, aber natürlich, ich würde einen anderen Tots würde ich auch nehmen. Hauptsache im Bundesliga-Tots. So, dann haben wir die abgeschickt. Und jetzt kommen wir zur teuren SBC, die hat, ich glaube, nicht mal so viel gekostet für mich. Ich glaube auch nur so 90k. Wir können ja mal ganz kurz schauen. 20. Ja, für die habe ich jetzt hier 75k bezahlt. Wovon hatte ich sogar Erstbesitzer. Den habe ich irgendwann mal in einem Player oder in einem Upgrade-Set gezogen. So, dann schicken wir das ab. Und dann geht's zu dem, was ihr alle sehen wollt. Und zwar zu den Packs. Ich habe Bock. Jetzt sehen wir aber zuerst noch das Wichtige eigentlich. Und zwar einen Jonathan Tah. Ah, komm, gib ihm. Very nice. Ah, oh, der blaue Ding. Den habe ich bisher nur einmal gesehen. Und das war so ein, keine Ahnung, irgend so ein Tot, der scheiße war. Der war richtig kacke. Ja, der Jonathan geht hier ein bisschen ab. Und dann würde ich sagen, fügen wir dem den Verein hinzu. Du weißt Bescheid. Jonathan Tah. 91er Tots, wird auf jeden Fall fit, wird auf jeden Fall in mein Main Team eingebaut. Und dann kommen wir zu den Packs. Wir haben sogar 8 Sets, okay. Ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall mit einem Goldpack an. Es ist sogar geil. Okay, dann fangen wir mal mit dem Premium Goldpack an, 7,5er. Wenn da jetzt schon Walker kommt, dann habe ich komplett reingeschissen. Zumindest eine Tafel, okay. Eine Tafel, ein Shinji Kagawa, okay. Ich wollte es mir schön reden, aber dann war es doch nur ein Kagawa und ja. So, das war das erste Pack. War jetzt nicht so atemberaubend. Und ich würde sagen, als nächstes machen wir mal das seltene Gold-Pack auf. Und kein Walkout. So, 6 Packs sind noch offen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was öffnen wir? Wir haben hier, ich würde sagen, das einmal ein kleines Gold-Spieler-Set. Leider wieder kein Walkout. Aber eine Tafel. Mal schauen.
selten kein Spezial. Und da ist Dembélé, den haben wir davor abgegeben. Ich glaube, das war bei der Bundesliga-SBC. Okay, 84er geht fit. So, dann sind noch 5 Packs offen. Man kennt ihn. 5 Packs offen. Und dann öffnen wir mal das hier Prime Electrum Spieler Set. Leider kein Walkout. Also einen Walkout will ich mindestens, weil ich habe schon lange keinen mehr gehabt. Jetzt kommt mal hier das Premium Gold Spieler Pack. Mal schauen. Vielleicht kommt er ja jetzt hier. Boom, Shakalaka und jetzt Blau. Ah, kein Blau, schade. Und wer ist es? Bobby! Let's go! Bobby ist auf jeden Fall geil. Bobby ist geil. Der ist gut für SBCs, Mann. Also ein 86er Bobby geht auf jeden Fall fit. Leider ist seine Flashback jetzt schon weg, so viel ich weiß. Ich glaube schon. Dahinter ist noch Mario Gomez. 3 Packs verbleiben. Ich würde sagen, wir öffnen die 2 und dann das am Schluss. Wir öffnen die Nummer 3 Nose Pack. Komm, gib mir den Walkout. Gib mir den Walkout. Leider kein Walkout. Tafel. That's my. Oh, Info. Ah, 81er Guzman. Guzman. Geht auf jeden Fall in Ordnung, aber. So, nochmal dasselbe Pack. Komm, gib ihm. Kein Walkout. Italien Torwart Pierin. Okay. Geht fit. Man kann es auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich würde sagen, da geht auf jeden Fall noch ein Walkout. Jetzt im letzten Pack. Das ist ein 45er. Da will ich noch einen Walkout. Komm. Abfahrt. Kein Walkout natürlich. Ja. Ja. Komm. Komm. Deutschland. Deutschland. Der ist vielleicht 35k wert, Mann, glaube ich. Irgendwie so. Aber Tots, mein zweiter Tots, Mann. Mein zweiter Tots, Alter. Let's go. Ist auf jeden Fall GK, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall mal machen. So, 88er Akuna. Was ist da hinter? Nichts. Nur er. Mal schauen. Ja, und damit war es das vom Pack-Opening. Und dann schauen wir einfach nochmal hier ganz kurz in die Wochenaufgaben rein, was wir da so haben. Einmal eine Torgen Hazard, die werde ich auf jeden Fall machen, weil das ist ein Torgen Hazard, Mann. Ein Torgen Hazard. Ich werde zwar eine Division absteigen, wenn ich den mache, aber mich in Kauf ist ein 89er Hazard. Dann Eggestein, was für mich wirklich zu schwer ist, den zu machen, vor allem für mich. Ich bin ja jetzt nicht der beste FIFA-Spieler. Ich gewinne vielleicht mal ein paar, also Weltklasse gewinne ich schon meistens. Aber mit einer Challenge wird es schon schwer auf Weltklasse. 14 Tore mit einem Deutschen in Squad Battles vorbereiten. Damit kommst du in den Eggestein und weißt immer noch nicht, ob der gut ist oder nicht. Dann geht's weiter. Brahimi. Sieht auch interessant aus. 90er. Ich gewinne 7 Online-Einzelpartien mit 11 Liga-NOS-Spielern um Tots. Brahimi zu erhalten. Erhalten, man kennt ihn. Ja, meiner Meinung nach kannst du da ein geiles Team bauen, aber na, ob der dann auch gut ist, ist die andere Frage. Barcelona gegen Valencia. Man braucht mindestens 3 Barca-Spieler und auch 3 Valencia-Spieler. Und man muss 2 Squad-Battles-Partien auf der Mindestschwierigkeit vom Profi spielen und bekommt einem Team mit den genannten Bedingungen einen 3 Leipzig-Spieler, mindestens 3 Bayern-Spieler. Ja, Weltklasse. Oh, okay, aber die Belohnung ist wirklich geil. Das muss man schon sagen, Bundesliga-Premium-Spieler-Pack. Also da man Walkouts ist, muss es eigentlich schon tot sein. Gewinne 2 Squad Battles Partien mit mindestens 4 Chelsea-Spielern und mindestens 4 Arsenal-Spielern. Und jetzt kommt's auf Legendär. Ich noch nie auf Legendär irgendwie, nee, noch nie gespielt. Ja, Belohnung 45k Pack, glaube ich. Dann noch, wenn man alle abschließt, bekommt man ein 50k Pack. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, ja, ein Tots kann man machen. Nakuna 20k. Geht zwar besser, aber wir hatten 2 Walkouts. Den Bobby, okay. Den Akuna kann man auch mitnehmen. Die anderen waren eigentlich auch recht solide, die Packs. Die Coins, ja, habe ich nicht wieder reingeholt. Damit würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.